Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists 2. Immer noch in der Preview-Version. Und ich glaube, wir haben mittlerweile in Anführungszeichen einen ganz guten Plan. Wir werden es natürlich gucken, ob das auch ordentlich funktioniert, aber mal schauen. Priorität wird er heute sein, sowas wie hier so ein Brecheisen zu finden. Und dafür werden wir auf jeden Fall den ein oder anderen Gefallen erledigen müssen. Und ich versuche gerade herauszufinden, was für Aufgaben ich da erledigen muss, um mir hier Geld zu verdienen. So, ich kann gehen. Also verprügeln, das ist einfach, aber hier irgendwelche komischen Musikinstrumente finden. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das funktioniert. Tote Ratte werde ich nicht brauchen. Und ich suche jetzt gerade Brecheisen oder eine Feile. Brecheisen oder eine Feile, das ist eigentlich wurscht. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Aber ich brauche irgendwas, wo ich durch eine Mauer mit durchkomme. Und da ist halt das das Brecheisen prädestiniert für. Das bringt mir jetzt alles gar nichts, was ich finde. Vielleicht auch, wenn da ein paar coole Sachen dabei sind, aber so richtig Geilomatico ist das jetzt nicht. Was ich mal kurz machen werde, ich nehme mal kurz die Decke mit. Oh, oh, das ist nicht gut. Du hast mich nie gesehen. Ich werde jetzt gleich mal ein paar Sachen verstecken müssen, weil sonst kriege ich ein Problem, wenn ich wirklich gefangen werde. Hier gibt es Musikinstrumente. Vielleicht kann ich da auch einfach was mitgehen lassen. Wie sieht denn das hier aus? Krass, ich brauche 4 von den Drecksdingern. Nee, hinstellen. Ist natürlich nicht so prickelnd. Ich lege das mal kurz hier ab. So, schnell runter. Das falsche Lüftungsgitter wieder dran. So, das ist dran. Dann können wir das Pult wieder hier hinstellen. Ja, keine Ahnung. Das können wir hier irgendwo hinlegen. Braucht kein Mensch. So. Ach scheiße, Moment, das war dumm. Ich habe ja schon eine weitere Feile. Ich könnte ja schon meinen Seitenschneider verbessern. Ich glaube, das mache ich auch mal schnell. Ach scheiße. Nee. Aufpassen, dass das nicht komplett in den Arsch geht. Ich brauche das hier, ich brauche das hier, ich brauche das hier. Ne, das hier brauche ich gar nicht. So. Craften, das, das und das. Und ich bin zu doof dafür, natürlich. Wie hätte es natürlich anders sein sollen. Okay. Muss ich kurz überlegen, was kann ich ihm wegschmeißen, was nicht. Das Zeug brauche ich nicht, glaube ich. Das werde ich gleich verschenken.
Was hat der denn da an der Hand? Also ist ja denn eine Angel in der Hand. So, wen könnte ich jetzt mal kurz beglücken? Nein. Ah, jetzt habe ich was gegessen. Ich will doch gar nichts essen. Nein. Hier, dir schenke ich mal kurz das hier. Und das hier. Und da können wir jetzt kurz mal gucken, was der dabei hat. Aber nichts Interessantes. Wir schauen mal kurz, was der so haben will. Der will ein Poster. Da bräuchten wir ein Bild für und Klebeband. Das hier mit den Instrumenten. Da will ich mal kurz gucken, ob ich das finde. Ich habe hier meinen Marker. Hier das mit dem Joystick. Das ist immer der Marker für die Mission. Aber bevor ich das mache, gehe ich kurz noch ins Büro. Und melde mich kurz zum Arbeiten ab. So, das war's. Ich will doch ja nicht arbeiten. Ich will doch hier ausbrechen. Ich will hier gar keinen festen Job, ich will einfach nur raus. Wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Was hast du so? Ja, Ausrüstung. Gut, gucken wir mal rein. Hier ist wohl irgendwas. So, jetzt habe ich ein Musikwaschbrett für Ashley. Und Ashley finde ich hier oben. Das ist echt einfach. Sehr gut. Haben wir gerade einfach mal knallhart Geld verdient. Ohne großartig was machen zu müssen. Der hat leider nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Schnell mal hier durchlooten. Aber dann gehe ich nämlich sonst Mulo suchen und verkloppt den guten Freund. Und ich muss ja noch lesen. Das darf ich noch nicht vergessen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit heute. Gut. Suchen wir kurz Mulo. So. Wo ist der Kollege? Ich hoffe, ich bin stark genug. Und ich hoffe, ich kriege das auch mit dem neuen Kampfsystem auf die Reihe. Weil das finde ich nicht ganz so profan, muss ich sagen. Der wäre jetzt hier. Scheiße. Fuck. Muss man jetzt aufpassen. Mit dem neuen Blocksystem und so. Schön hier geblieben, Kollege. So haben wir nicht gewettet. Geht doch. So, den haben wir voll verkloppt, den Kollegen. Easy. Ja, ich bewege mich ja schon. Schon auf dem Weg, schon auf dem Weg. Tada, ich bin da. Was gibt's hier noch? Wir haben alle... Okay, das mit der Ausrüstung, das kriegen wir hin. Moment. Hier gibt's doch noch Ablenkung. Ja. So, Ablenkung. Ja, komm. Haut mich voll. Jetzt ist dann natürlich die Frage, wie viel Geld verliere ich durch die Geschichten? Früher waren das, glaube ich, immer 10%, wenn ich mich nicht täusche. Mal gucken, wie viel es jetzt sind. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Geld abgezogen bekommen habe. Ist jetzt aber auch erstmal nebensächlich tatsächlich. So, ich bin da. So, ich gehe kurz in die Bibliothek und lese, damit ich wie nennt man es? Seitenschneider, ich vergesse dauernd das Wort. Seitenschneiderzange, wie auch immer, nutzen kann.
Und ich bin wirklich leider ein bisschen doof. Wie man unschwer erkennen kann. Das finde ich auch ein ganz interessantes System. Nicht so krass Tasten hacken wie beim Trainieren. Das ist schon sehr viel angenehmer, muss ich sagen. So, ich muss runter. Das wird super knapp. Ich frage mich, was man hier in dem Raum machen kann. Hier kann man ja irgendwie lernen. Irgendwas kann man da lernen. Oh scheiße, das wird super fucking knapp. Come on. Oh, Gott sei Dank. Und schnell noch was essen. Ich brauche nämlich meine Abendfreizeit. Schauen wir mal kurz wegen den... Hier der Dirigent. Dem Kerl holen wir seine Gitarre zurück. Dann haben wir nämlich, glaube ich, einen ganz guten Grundstock, was Geld angeht. Um hier ordentlich zu arbeiten. Die finde ich hier drinne. Komm, jetzt macht mal einen Abgang. Ich muss da rein. Sieh zu, dass du Land gewinnst. So. Die Gitarre haben wir. Und da ist auch schon der Kollege, der sie haben will. Muss jetzt genau ja, am Ende vom Gang sein. Bleib schön stehen. Viel Spaß damit. Wie viel Geld haben wir jetzt? 120, das ist eine gute Ausbeute. Molo, den habe ich vorhin gerade verkloppt. Sehr schön. Kann ich jetzt schon bauen? Ne, das brauche ich nicht. Sehr schön. Den nächsten Seitenschneider... Mit einem relativ hohen Level. Wie viel weiter geht denn das noch? Achso, hier sind dann diese Kombi-Tools. Ja gut, den könnte ich machen, aber ganz ehrlich, den werde ich nicht brauchen. Solange ich meinen normalen Seitenschneider habe, langt mir das. Und nicht den komplett brüchigen, der ist scheiße. Aber der hier ist, glaube ich, voll in Ordnung. Klo überfluten. Bei wem? Das können wir eigentlich noch schnell machen. Dann nehme ich mir einfach mein Bettlaken. Ich hoffe, dass ich das ins Klo stecken kann. Das müsste eigentlich gehen. Ich glaube, das ging früher auf jeden Fall mit dem Bettlaken Klo überfluten. So. Runterspülen. Sehr gut. Der nasse Bandit. Erinnert mich gerade ein bisschen an Kevin allein zu Hause. Was sind hier eigentlich drin, ne? Die machen da irgendwas. Sieht aus wie eine Müllverbrennungsanlage. Also wir haben jetzt auf jeden Fall relativ viel Kohle. Okay, ich mache auch noch eine Toilettenüberflutung. Das war easy Geld. Ich hoffe halt nur, dass die mir dann nicht irgendwie auf die Schliche kommen. Oh ne, das ist blöd. Okay, warum hat das jetzt nicht geklappt? Warum habe ich die Mission nicht bekommen? Achso, Malutensilien. Ja, kein Problem. Ich mache mich jetzt nicht beliebt, muss ich sagen. Aber ich glaube, das brauche ich auch. Je mehr Geld ich habe, desto besser. Und je mehr die Leute mich mögen, desto besser. Ah ne, Taschentuch soll ich finden. Nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Okay, ich habe doch jetzt ein Taschentuch. Ach so, ja. Jetzt muss ich auch einfach nur zurücklaufen. Der Tag ist fast vorbei. Und beim Appell können wir dann tatsächlich auch einfach mal mit allen quatschen. Alter, ich will doch nur mit dem Typ reden. Bleib stehen. Geht doch. So.
Wo sind die ganzen Leute mit Münzen über dem Kopf? Das brauchen wir. Nee. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal genug. Um eine Spitzhacke herzustellen. Wir haben genug, um unseren Seitenschneider zu verbessern. Ich bräuchte noch eine Spitzhacke. Dann wäre ich auf jeden Fall, wenn wir auf jeden Fall auf der safen Seite. Ja, das ist gut. Wir sind nah dran, Leute. Wir sind nah dran. Ich muss nur noch nachts hier irgendwie rauskommen. Das schauen wir uns aber auch noch an. Also da wird es auch einen Weg für geben. So, dann fangen wir mal kurz an mit dem Bau von der Spitzhacke. Nehmen wir mit. Ich brauche erst einen Händel. So, Spitzhacke 1. Ready. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Ach. Die stabile Spitzhacke wird dadurch stabil, dass wir den Stiel fester machen. Okay. Haben wir auch. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir nachts aus unserer Zelle raus? Ich könnte mich irgendwie verstecken. Was ist mit dieser Tante hier? Was ist mit dieser Tante hier, die Bill heißt? Läuft die da die ganze Nacht rum? Ah, Junge. Ist aber eh doof, weil... Weil da ein Officer reingeht. Okay, das heißt, wir könnten... durchaus einen Schlüssel gebrauchen. Oder, Moment. Wie sieht es denn im Untergrund hier aus? Ah, das weiß ich nicht. Ich könnte einfach graben tatsächlich. Ich könnte mich auch einfach hier durchhacken. Gerne mal ausprobieren, ey. Ich möchte den Tag aber nicht verlieren. Deswegen machen wir das, glaube ich, erstmal nächste Folge. Werde ich versuchen, mich mal hier durchzuhacken und gucken, was passiert. Wobei, nächste Folge müssen wir erstmal gucken, was hier zum Beispiel rundherum los ist. Ob ich da auch einfach rauskomme, wenn ich mich hier dann durchschneide, das weiß ich nämlich nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.